Hallo ihr Lieben, ich bin Jasmin von stoffpapier.blogspot.de. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Wochenendvideo. Heute wollen wir zusammen diese Tee-Goodies basteln. Da könnt ihr wunderbar kleine Teebeutel reinstecken. Und das basteln wir wieder mit dem Stempelset Vollkommene Momente. Und wir brauchen auch noch die passenden Framelits dazu. Das findet ihr auf dem Frühjahr-Sommer-Katalog auf Seite 34. Na hier, die sogenannte T-Seite. So, ich würde sagen, dann beginnen wir. Als allererstes braucht ihr ein Bogen Savanne und euer Falz- und Schneidebrett. Wir schneiden uns einen Streifen von 5 cm ab und kürzen den auf 18 cm. So, bevor wir den bestempeln, bevor wir ihn falzen, werden wir ihn erstmal bestempeln. Dafür nehme ich das Stempelset Gorgeous Grunge und zwar die Pünktchen hier oben. Und wir stempeln in Savanne, wie das Papier auch ist. So, einfach den Stempel verschiedenmalig aufsetzen, wie es euch beliebt. So, Stempelkissen wieder weg, Stempel wieder weg. So, jetzt falzen wir. Und wir falzen genau bei der Hälfte, ne? Bei 9 cm. Darauf achten mit der grauen Falzklinge. Hier. So. Falzen wir uns mit dem Papierschneider nochmal nach. So, jetzt werde ich hier, ich habe noch die alte Anhängerstanze von Stampin' Up. Es gibt aber mittlerweile neue, die ich viel, viel schöner finde. Und zwar ist es der elegante Anhänger. So, den könnt ihr natürlich auch nehmen. So, ihr habt gesehen, beide lagen übereinander gestanzt. So. Weiter geht's. Jetzt brauchen wir ein Bogen Papier. Aus dem Designerpapier im Block noch ein Tässchen. Ich habe mir hier diese hier ausgesucht. Ihr habt gesehen, ich habe schon mehrere ausgestanzt. Die stanzt ihr aus mit dem Framelit Teekanne. Dann brauchen wir nur den Deckel nochmal in einer anderen Farbe. Das hier schon mal vorbereitet. Das ist jetzt bei mir Minzmakrone und später für die Schleife, hier könnt ihr das sehen, habe ich noch einen kleinen Teebeutel ran gemacht. Den Stempel habe ich mir jetzt aber, hier habe ich einen Espresso gestempelt, den Stempel habe ich mir jetzt hier in Savanne gestempelt und den auch mit dem Framelit, mit dem Teebeutel ausstanzen. Habe ich jetzt schon mal gemacht, weil die Big Shot fürs Video immer sehr groß ist. So, dann legen wir los. Wir brauchen unsere Dimensionals und kleben uns als allererstes die Teekanne auf. Ich denke mal, hier reichen 3. Genau. So. So, und jetzt setzen wir uns den Deckel noch dazu. Das schneide ich mir hier am Rand einen halben ab. So. Den Deckel setze ich mir so auf das Projekt, dass der ein bisschen übersteht. So hat es ein bisschen
sieht es aus, als ob die Kanne auch wirklich verschlossen ist. So, jetzt kümmern wir uns um das Herz. Da habe ich gestempelt in Wassermelone. Und zwar auch den kleinen Stempel. Das Herz hier aus dem Set. Das brauchen wir einmal. Und den kleinen Acrylblock. So, stempeln wir uns auf einen Bogen Flüsterweiß. So, mache ich mir gleich noch zwei, da ich ja noch mehr Projekte mache. Und ausgestanzt habe ich das jetzt mit der Itty Bitty Stanze Herz aus dem Itty Bitty Stanzenpaket. Stanze ich mir die anderen auch gleich aus. So, da setzen wir uns jetzt das Herz mit einem Viertelschnell auf die Teekanne. So. Da hat es nochmal einen besonderen Hingucker. So, weiter geht's. Jetzt können wir uns schon einen Teebeutel nehmen und brauchen jetzt unsere Blue Dots. Und da befestigen wir uns den Teebeutel schon mal mit einem Glue Dot in der Verpackung, damit der nicht hin und her rutscht. Schön mittig. Ja. So geht's. Und brauchen jetzt noch unseren Leinenfaden. Mit dem Leinenfaden verschließen wir die Verpackung. Ziehen die nochmal fest. So, dann kürzen wir uns die Enden. So. Und jetzt nehmen wir uns unsere Teebeutel. Da machen wir auf einen der Teebeutel ein Glue Dot und befestigen dann die eine Seite des Leinenfadens auf dem Glue Dot. Und setzen einfach den anderen Teebeutel drüber. So, das war's auch schon. Alles zur Seite. Dann mal meine anderen alle wieder her. So, hier ist meine Beute. So, so haben wir kleine Teebeutelchen als Goodie schön verpackt. Tee ist gut verstaut und ich wünsche euch noch viel Spaß und noch einen schönen Tag. Tschüss!